Ich habe gedacht, was soll jetzt schon schief gehen, dass ich stelle mich mal aufs Dach von unserer kleinen Gartenhütte und schau mir an, was jetzt gleich passiert. Und da kommen sie. Herzlich willkommen bei Metalizer und beim Gartensimulator. Wir schauen uns die Demo an. Ich sage da gleich mehr zu, aber erstmal kommt die Story. Worum geht's hier eigentlich? Ich lebe in einem Hochhaus im Zentrum meiner großen Stadt. Während der vergangenen Monate habe ich von zu Hause gearbeitet. Auch wenn es eine produktive Umgebung war, fühlte ich mich mit der Zeit eingeengt. Also entschied ich mich, die Dinge langsamer anzugehen, um mich um das Familienanwesen draußen im Wald zu kümmern. Seit meine Großtante Ellie vor vielen Jahren von uns gegangen ist, hat sich einiges getan und naja, der nächste Schritt war klar. Ich entschied mich, für einige Tage alles hinter mir zu lassen. Ich nahm mich vor, den Garten sauber zu halten, den Rasen zu mähen, ein paar Pflanzen zu sehen und zu schauen, wo das hinführt. Zurückblickend ist das die Geschichte, wie ich meinen gut bezahlten IT-Job gekündigt habe und ein Gartenbesitzer draußen im Wald wurde, aber zum Glück zu meiner Ankunft auf dem Grundstück. Moment, also, ja, das wirkt schon mal sehr realistisch, weil gut bezahlter IT-Job, ja, okay, aber, im Garten? Irgendwo im Wald? Die Sonne blendet? Hey, ich meine, ich bin ja selber im IT-Bereich tätig, aber, naja. Aber auf jeden Fall, wir haben eine Katze, wir haben einen Garten und das Spiel heißt Gartensimulator. Also nicht Garden Simulator, sondern wirklich das Deutsche. Ich meine, es ist auch ein deutscher Entwickler. Und ja, wir haben Müllsäcke und, nein, was soll ich sagen? Ups, wir kommen nämlich nicht über diesen Zaun rüber. Und wir können die Sachen aber auch wegwerfen und ich habe es zuerst gar nicht gecheckt. Ich habe gedacht, naja, aus den Augen, aus dem Sinn ist aber vielleicht auch nicht so die beste Idee grundsätzlich. Ihr seht hier vorne, wir haben eine kleine rote Katze. Die Demo ist gerade draußen beim Steam Festival, also Steam Demo Festival, das gerade läuft. Und ja, wenn ihr Glück habt, könnt ihr selber noch spielen. Ansonsten schaut euch an, was ich hier getan habe. Ich habe nämlich ein wenig Chaos veranstaltet. Und mit Chaos, was ich damit genau meine, seht ihr gleich. Ich bin ja ein großer Simulatoren-Fan. Also ich spiele den Landwirtschaftssimulator, American Truck Simulator, Euro Truck Simulator, den Simulator, alles, was mir so in die Finger kommt, an Simulatoren spiele ich auch. Und ja, hier ist jetzt so der Gartensimulator. Ich bin eigentlich gerne im Garten, wenn es nicht immer so anstrengend wäre. Also ich meine, Gartenarbeit ist super anstrengend und ich habe keinen eigenen Garten. Also ich hatte mal einen Garten und habe auch mal Rasen gemäht und sowas alles. Es macht ja auch Spaß, wenn das, wie gesagt, nicht so anstrengend wäre. Deswegen gibt es Simulatoren, weil da können wir alles direkt bequem vom PC aus machen, auch wenn es draußen 35, 40 Grad, was auch immer hat. Innen drin schön Fenster runter und dann ab dafür, dann ab in den Garten. Im Simulator, im Gartensimulator. Naja, erstmal müssen wir natürlich aufräumen so ein bisschen. Dafür kriegen wir Gartentaler. Mit diesen Gartentalern kann ich schon mal spoilern. Können wir uns nachher Dinge kaufen? Also, es wirkt ein bisschen komisch. Und vielleicht ist da auch eine Sekte am Werkeln. Weil wir sind irgendwo im Nirgendwo. Wir bezahlen unsere Sachen mit Gartentalern. Wir bekommen Geld dafür, dass wir Müll wegwerfen. Wir stoßen uns öfter mal den Kopf irgendwo an. Aber naja, gucken wir erstmal, was der Shop zu bieten hat. Wir haben hier eine Schaufel, wir haben eine Gießkanne, wir haben ein Handrasenmäher und später gibt es auch noch einen Mähroboter, der ist in der Demo aber leider nicht freigeschaltet. Und das können wir alles mit Gartentalern bezahlen. Es gibt natürlich aber auch Saat, wir haben Erdbeeren, Kürbisse und Tulpenzwiebeln und dann gibt es hier noch so ein paar Dekorationsgegenstände, wie zum Beispiel Willy. Und ich sag mal so, Willy kann auch in etwas größerer Form oder in etwas mehr auftauchen. So viel sei schon mal verraten. Die Welt nachher sehen, was ich meine. Es ist das pure Chaos. Gut, ich habe überlegt, was mache ich denn zuerst? Handrasenmäher oder vielleicht auch lieber eine Schaufel? Ich werde erstmal Schaufel, Gießkanne und ein bisschen was für die Saat. Also damit wir ein bisschen was anpflanzen können, weil ich habe gedacht, naja, das kriegt man bestimmt dann dafür ein bisschen Geld oder so, vielleicht. Tulpenzwiebeln waren schon zu teuer, habe schon kein Geld mehr gehabt, alles klar. Und dann hört man so ein Hupen und denkt so, was? Wo kommt der Postbote? Endlich sehe ich andere Menschen. Man kann nicht mal seine eigenen Füße sehen. Und dann stellt man plötzlich fest, dass der Postbote eigentlich gar keinen Bock auf einem hat. Und da kommen die Pakete geflogen. Könnte auch der ein oder andere Lieferdienst sich ein Vorbild dran genommen haben. Denn manche Lieferdienste, ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen, schmeißen ihre Pakete auch ganz gerne mal so in der Gegend rum. Habe ich selber schon erlebt. Zwar jetzt nicht so krass, wobei doch einmal gab es ein Paketunternehmen, wo ich gesagt habe, so, ja, hey, ich bin anwesend gewesen und ich habe den Fahrer sogar noch gefilmt, wie er vorbeigefahren ist. Und dann kam die Meldung, ja, wir haben sie leider nicht angetroffen. Er hat nicht mal geklingelt. Er ist einfach vorbeigefahren.
Also, naja, jedenfalls, dieser Paketbote hat dann am nächsten Tag, als er nochmal hin muss, wahrscheinlich einen auch von seinem Chef oder sowas bekommen, das Paket, er hat nämlich geklingelt und habe ich einfach nur so unten im Treppenhaus, ich war im vierten Stock damals, einen riesenlauten Knall gehört, das Paket einfach durch die Tür, also die Tür aufgemacht, dann durchgeworfen. Aber gut. Hier haben wir übrigens rechtzeitig Feierabend. Ich habe jetzt gerade die ersten Pflanzen gesetzt, das waren Erdbeeren, die müssen wir dann bewässern mit einer Gießkanne, die unendlich viel Wasser hat. Also diese Gießkanne könnte alle Probleme der Welt lösen, wenn es sie in der Realität geben würde, denn, naja, wie gesagt, wir müssen sie nicht nachfüllen. Und die Arbeitstage sind auch sehr kurz, um 18 Uhr endet nämlich so ein Arbeitstag. Und ihr merkt ja gerade, ich quatsche jetzt hier seit ungefähr, naja, knapp 5 Minuten und wir spielen jetzt vielleicht 4 Minuten oder so. Also das ist gar nicht so viel, um ehrlich zu sein. Also ein Tag ist gar nicht mal so lange, aber ihr seht schon, worauf es hinausläuft. Wir bewässern hier ein bisschen was und räumen den Müll ein bisschen weg. Die Katze können wir übrigens auch gießen, die ist davon nicht so begeistert. aber fliehen möchte sie auch nicht, also die hält sich wirklich an diesem weißen Zaun fest. Ja, und dann kommt Tag 2 und das Ganze wiederholt sich. So täglich grüßt das Murmeltier. Wir wollten fliehen. Wir wollten fliehen aus der harten Realität des Arbeitslebens, wo wir eingesperrt sind in einem Käfig. Und womit haben wir es getauscht? Wir haben es getauscht mit einem Garten, in dem wir eingesperrt sind. Wir sehen ja nicht mal mehr andere Menschen. Wir arbeiten für Gartentaler. Ich meine, gut, eine Simulation soll natürlich auch nicht so krass, also muss ja nicht immer der Realität 1:1 entsprechen, aber wenn ich irgendwo Simulator draufschreibe, erwarte ich schon einen gewissen Grad an Realität. Und sind wir mal ehrlich, Gartentaler und ein Grundstück, was ich von meiner Großtante 12. Grades geerbt habe, wo ich mir dann selber noch die Bereiche hier vorne freischalten musste. Ich weiß nicht, ich würde es vielleicht eher den Garten Arcade Simulator nennen. Also, wobei, ich würde es tatsächlich Garden Simulator und nicht Garten Simulator nennen, sondern Garden Arcade Simulator oder Near Simulator. Ich weiß es nicht. Es ist in der Unity Engine entwickelt und programmiert, also auch soweit relativ simpel. Die Assets, ja, sind halt Assets. Man sieht, dass es Unity ist. Es ist aber nicht schlimm. Es sieht ja schön aus. Ich meine, der Rasen ist schön gemacht. Auch so das Licht, wenn man davon geblendet wird, sieht auch ganz schön aus. So stelle ich mir die Sonne ungefähr vor, wenn ich mal aus meinem Keller rauskomme. Also grundsätzlich ist das wirklich nicht verkehrt gemacht. Und wie gesagt, wir verdienen Gartentaler, indem wir unseren Müll jetzt hier reinschmeißen, die Pflanzen so ein bisschen bewässern und auf das Beste hoffen. Und ja, dann können wir halt, wie gesagt, den Rasenmäher. Ich habe mir von dem Rasenmäher, um ehrlich zu sein, erhofft, dass wir dafür auch noch Geld kriegen, wenn wir den Rasen mähen. Naja. Und ich habe auch gehofft, dass, dass der Rasenmäher vielleicht anders funktioniert als gedacht. Und da kommt das Paket diesmal von hinten angeflogen. Ja, zack. Schön ins Beet rein. Und jetzt haben wir diesen Rasenmäher hier. Und das ist halt tatsächlich. Und ich habe gedacht, wo ist ein Rasenmäher hin? Und ist mal von, ach, da habe ich ihn. Das ist ein Handrasenmäher. Und dann können wir einfach den ganzen Rasen mähen. Kleiner Tipp, wenn ihr selber mal Demo spielen wollt, drückt Shift. Ich habe es vergessen. Ich habe vergessen, Shift zu drücken. Hätte ich mal machen sollen. Denn damit mäht man schneller. Also mit der Shift-Taste kann man schneller mähen. Was man nicht mähen kann, ist die Katze. Also das Fell wächst bei der unbegrenzt nach. Also die macht dann ihre Fellpflege selber. Also nicht mit dem Rasenmäher über die Katze rüberrollen, bitte. Ich habe es getestet, es passiert nichts. Und auch über die Pflanzen könnt ihr rüberrollen. Da passiert auch nichts in dem Fall. Naja, und dann mäht man halt so ein bisschen, hinterfragt seine gesamte Existenz in diesem Moment und denkt sich, ja, aber theoretisch könnte ich doch jetzt auch rausgehen bei 35 Grad und selbst irgendwo Rasen mähen. Also ihr seht hier die Katze, passiert nichts. Die leckt sich die Pfoten nochmal so ein bisschen und genau, dann rollen wir hier entlang, kriegen auch kein Geld dafür. Ich habe den ganzen Rasen gemäht, ich habe das alles durch. Ich habe ein Achievement bekommen, einen halben Quadratkilometer mit dem Rasenmäher zurückgelegt oder Rasen gemäht, kriegt man kein Geld für. Also die Gartentaler bleiben so, wie sie sind. Gut, und dann habe ich gedacht, naja, dann schauen wir mal. Die Katze liegt auch gerade hier vorne im Gras, hat sie da hingelegt, sehe ich jetzt auch gerade erst. Aber ja, bald ist Feierabend. Finde ich auch gut, dass das, wir wollen fliehen. Wir wollten fliehen aus dem hektischen Alltag und dann müssen wir um Punkt 18 Uhr Feierabend machen, weil was kommt um 18 Uhr? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, es ist doch
ich persönlich finde, es ist ein bisschen schnell. Also die Zeit vergeht ein bisschen zu schnell in dem Spiel. Man muss dazu sagen, es ist eine Demo. Das heißt, da könnte durchaus auch nochmal ein bisschen was dran justiert und nachgebessert werden. Das ist nicht die finale Version. Ich verlinke euch das auch nochmal unten auf, unten in der Videobeschreibung. So, in der Videobeschreibung verlinke ich euch nochmal die Store-Page, dann könnt ihr euch selber anschauen und auf die Wunschliste draufsetzen. Vielleicht ist es ja ein spannender Titel für euch. So, was haben wir gemacht? Ich glaube, jetzt haben wir nämlich gleich langsam die Ernte. Hat ja auch mit 3 Tagen lang genug gedauert, bis so ein paar Erdbeeren und Kürbisse reif sind, oder? Naja, die Erdbeeren sind auf jeden Fall reif, die Kürbisse noch nicht. Wir wässern dann auch nochmal nach und wir können die Erdbeeren dann direkt abpflücken. Und ihr wisst ja, wenn ihr Erdbeeren pflücken geht, dann kommt eine Erdbeere in den Korb rein und eine in den Mund. Also wenn ihr selber mal Erdbeeren pflücken geht, ne, irgendwo auf dem Feld oder so. Macht das am besten da, wo es auch erlaubt ist. Aber dann könnt ihr grundsätzlich so machen, esst einfach eine Erdbeere und eine schmeißt ihr in den Korb rein. Dann seid ihr nämlich danach auch satt und zahlt das, was ihr quasi mit einpackt in dem kleinen Körbchen. Und der Bauer freut sich, weil er braucht dann keine Erntehelfer mehr dafür. Macht auf jeden Fall Spaß, ist für alle ein lohnendes, lukratives Geschäft. Insbesondere für die Leute, die Erdbeeren mögen und auf dem Feld dann, wie gesagt, die futtern. Ich habe gedacht, naja, bevor ich jetzt die Erdbeeren hier pflücke, mähe ich doch mal den Rasen zu Ende. Warum auch immer, was mich da auch immer geritten hat. Naja, vermutlich der Rasenmäher. In dem Fall. Steuerung ist relativ simpel, ist relativ selbsterklärend, sehr intuitiv. Es gibt halt, wie gesagt, kein Tutorial. Das heißt, man muss die Sachen tatsächlich selber rausfinden, die man da eigentlich macht. Auch wie man Taler verdient, also unsere Gartentaler hier, wie man die verdient. Essen, trinken müssen wir auch nicht, wird komplett überbewertet. Ich weiß nicht, ob es Jahreszeiten gibt. Das kommt man jetzt in der Demo noch nicht so genau sehen. Und ich habe mal gedacht, ach naja, ich verdiene erstmal Geld. Bevor ich hier irgendwelche Pflanzen pflücke, verdiene ich erstmal ein bisschen Geld dazu. Und das Gute ist, wir können ja auch mit der Steuerung, also wenn wir Objekte halten, können wir sie nah und fern ranziehen. Das heißt also, wir können theoretisch sogar auch, müssen gar nicht so weit laufen. Wir können das einfach mit unserem Superarm 30 Meter vor uns halten und dann entsprechend in den Müll platzieren. Das alles, was ich hier sage, ist natürlich so ein bisschen mit dem Augenzwinkern zu sehen. Es ist hier eine Demo, es ist vielleicht sogar das erste Produkt oder die erste Entwicklung eines neuen Studios. Von daher darf man es natürlich auch nicht so kritisch sehen. Ist natürlich die Frage, für wie viel es nachher verkauft werden soll. Für 60 Euro hoffe ich nicht. Aber es ist halt, es soll vielleicht auch so ein bisschen eine Story erzählen. Das ist ja auch die Frage, kommt da noch ein bisschen Story mit dazu nachher am Ende? Ich habe jetzt hier erstmal Tulpen gekauft. Und Willi. Ich habe mir einen Willi gekauft. Ich habe gedacht, ja komm, Willi können wir mit dazu nehmen. Es gibt natürlich noch andere Sachen. Wir können auch später einen Brunnen und sowas alles bauen. Und ich sag mal so, wenn ihr die Demo spielt, versucht oben aufs Haus raufzukommen, also oben mal das Dach zu besuchen. Ist auf jeden Fall witzig, kann ich sehr empfehlen. Ihr seht es nachher auch nochmal, ich habe nachher noch was anderes gemacht. Und hier kommt die Kiste Nummer 1 und Nummer 2. Ja, und wie es aussieht, wenn es ein bisschen mehr zur Sache geht, das zeige ich euch auch nochmal. Dazu sind später noch mehr. Wir müssen halt, wie gesagt, jeden Tag diese Pflanzen hier gießen. Und die Frage ist halt, gibt es nachher irgendwie automatische Sprinkleranlagen? Kann ich mir nachher anders irgendwie noch Wasser beschaffen und so weiter? Hier Willi. Willi habe ich erstmal in der Gegend rumgeworfen. Und Willi hat erstaunliche Kräfte, denn Willi hat mich zurückgestoßen. Und was auch schön gemacht ist, auch unsere kleine Katze, die keinen Namen hat, interagiert mit Willi. Also zumindest ein bisschen. Weil irgendwie, wir können sie abwerfen und das gefällt ihr nicht so gut. Und dann war Willi plötzlich weg. Ja, Willi wollte es wissen und Willi ist dann in den Bach reingefallen. Und da ist mir dann eine Idee gekommen. Da habe ich gedacht, was passiert, wenn ich ein bisschen mehr Geld sammeln würde und mir nicht einen Willi kaufe, sondern ein paar mehr Willis. Sagen wir vielleicht 64 für den Anfang? Tja, das zeige ich euch jetzt. Und wie ihr wisst, alle guten Dinge sind nicht 3 oder 2 oder 5, sondern um genau zu sein, 64. Also da, ich habe ein bisschen was gespart gehabt, wir sind mittlerweile an Tag 8 und ich habe gedacht, boah, jetzt kommen 64 Kisten einfach mit Willis drin. Das wäre schön gewesen tatsächlich, aber ich habe zumindest 64 mal den einzigartigen Willi gekauft. Und ich habe gedacht, der Paketbote, der wird bestimmt fluchen. Aber jetzt schaut mal, was der wieder macht. Der schmeißt die Dinger nämlich eigentlich rüber und dann denke ich mir so, hä? Moment.
Der hat mich betrogen. Da fehlen doch noch irgendwie 63. Und dann hatte ich plötzlich 64 mal mit ihm im Inventar, weil der gestackt ist. Und ich dachte, nein. Ich habe mir noch so einen komischen Torbogen gekauft. Ich wollte nämlich mal aufs Dach rauf und habe gedacht, naja, testen wir mal, wie das geht. Kollisionen mit Objekten gibt es irgendwie noch nicht. Das kommt bestimmt noch mit einer der nächsten Versionen, denke ich. Aber ja, der Gartensimulator ist auf jeden Fall großartig. Und ich habe gedacht, ach naja, wenn ich schon mal 64 Volleybälle habe, 64 Willys, dann kann ich das auch mal ein bisschen auskosten, indem ich einfach mal so ein paar der Willys in der Gegend rumwerfe und die ein bisschen springen lasse. Und interessanterweise lief das Spiel problemlos. Also ohne groß sagen, und ich gerade, ich guck mal, wie wir hinten da den roten Kater da irgendwie treffen. Er hat, wie gesagt, noch keinen Namen und ich habe gedacht, naja, droppe ich hier halt mal ein paar Bälle hin. Das war mir aber noch nicht genug. Das war mir noch nicht genug. Ich habe gedacht, ich versuche nochmal die Mülltonne zu treffen oder hier den ja, die große Tonne, die niemals abgeholt wird, die einfach uns Gartentaler generiert. Ich versuche mal da so zu treffen. Ist gar nicht so einfach. Also man kann da auch ein Spiel draus machen. Wobei, man muss dazu sagen, Billy kostet 2 Gartentaler. Und wir kriegen, wenn wir ihn wegwerfen, obwohl er niegelnagelneu ist, nur 1 Gartental. Da habe ich gedacht, okay, versuche ich mal ein bisschen Parcours, beziehungsweise ein paar Trickshots. Hat nicht so ganz gut funktioniert. Ein paar der Willis sprangen dann auch schon wieder zurück. Und irgendwann habe ich gedacht, ach, naja. Wenn ich 64 Willis bestelle, das ist ja alles schön und gut. Das kriege ich dann als Stack. Aber was passiert, wenn ich die Willis einzeln bestelle? Wie sieht das Ganze dann aus? Und, naja, was soll ich sagen? Ich habe es ausprobiert für euch. Tja, und ich habe hier ein bisschen häufiger geklickt jetzt. Es waren am Ende erstmal nur 20 einzelne Bestellungen, weil ich gucken wollte, ob es überhaupt funktioniert. Ja, also ich habe da noch ein bisschen rumgespielt, während ich auf den unsichtbaren Postboten gewartet habe, der einfach mit einem unfassbar krassen Aim wirklich alles trifft. Und hier kommen die 20 Kisten. Ja, ist nicht jetzt nicht so ganz spektakulär, aber ich habe mir gedacht, naja, wir können auch einfach nochmal ein wenig mehr bestellen. Und das zeige ich euch jetzt auch mal. Bevor ich euch das Ganze natürlich zeige, weil wir haben jetzt hier schon 180 Gartentaler, aber es geht noch mehr. Ich habe noch ein bisschen weiter gegrindet. Ich habe noch mehr Gartentaler gegrindet. Wollte ich aufs Dach rauf, weil es gibt Achievements in der Demo. Und es gibt auch ein Achievement, finde das versteckte Plakat. Ja, das habe ich gefunden. Danke Produktiv Keller Studios, dass ihr diese Demo bereitgestellt habt. Am Ende des Tages wird man zurückteleportiert. Und naja, zu diesem Zeitpunkt war es gerade 13 Uhr im Spiel oder kurz vor 13 Uhr. Und um 18 Uhr ist erst Feierabend. Naja, da musste ich da halt noch so ein bisschen rumkaspern, habe so ein bisschen Müll aufs Dach geworfen, was man halt so tut, wenn man Langeweile hat. Habe den Rasen hinten nochmal ein bisschen gemäht. Gibt natürlich auch unsichtbare Mauern. Aber ja, das habe ich auf jeden Fall gemacht. Und jetzt kommen wir zur größten Bestellung, die der Gartensimulator-Lieferdienstwagenfahrer jemals gesehen hat. Und ich war auch überrascht. Und zwar habe ich noch ein bisschen weiter gegrindet, wir hatten dann 220 Taler und ich habe 110 Mal auf diesen Button zum Bestellen gedrückt und ich bin fast verrückt geworden bei diesem Sound. Aber am Ende haben wir 110 neue Willys bestellt und den Lieferdienstfahrer auf die Palme getrieben. Damit hoffe ich zumindest, dass der richtig schön sauer war, als er diese Bestellung bekommen hat. Ihr seht, der Garten ist auch nicht mehr ganz so schön. Von wegen gut bezahlter IT-Job an den Nagel gehängt. Ich glaube, wenn das Ding hier gleich angeflogen kommt, dann ist aber auch vorbei. Da kommen sie nämlich geflogen und zwar nicht nur aus einer Richtung, nein, sie kommen aus 3 verschiedenen Richtungen. Ja, das war das dazu. Und das Spiel lief immer noch weiter. Und da habe ich gedacht, nee, das ist mir ein bisschen zu wenig. Ich kann hier noch frei laufen, da muss noch mehr gehen. Und was soll ich sagen, es geht immer noch mehr. Also habe ich 388 Gartentaler gesammelt. Unser Garten sah aus, als wenn hier irgendwie eine Bombe eingeschlagen wäre und wir demnächst unbedingt weg müssen in den Urlaub. Habe ich mir gedacht, 388 Gartentaler, da kaufen wir mal ein paar schöne Willis von. Also richtig schön viele Willis. Ganz viele Willis. 388 geteilt durch 2 ist eine ganze Menge. Dementsprechend hat sich der Liefer...
Und also unser Gartensimulator-Lieferdienstfahrerbote vermutlich auch sehr darüber gefreut, dass ich so eine Riesenbestellung aufgegeben habe. Und das nicht gleich als 64er-Stack, sondern komplett einzeln. Zum Glück gibt es keine Liefergebühren, also egal was wir bestellen, es wird immer frei Haus geliefert oder frei Haus geworfen, wie auch immer man es nennen möchte. Und ja, ich habe gedacht, was soll jetzt schon schief gehen, dass ich stelle mich mal aufs Dach von unserer kleinen Gartenhütte und schau mir an, was jetzt gleich passiert. Und da kommen sie. Ja, mehr, mehr. Ja, ein Meer von Kartons. Naja, da hat auf jeden Fall der nächste Besitzer, wahrscheinlich unser Großcousin, dem wir das Ganze jetzt hier vererben, eine ganze Menge zu tun. Ja, ich habe danach gedacht, ja, Gartensimulator, war nett. Ich setze mich lieber wieder zurück an den Schreibtisch und gehe zurück in meinen IT-Job, weil, ja, lieber Netzwerkpakete und Datenpakete als die ganzen Pakete hier auspacken. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Metalizer. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da nach oben da. Schreibt einen Kommentar in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. Und macht Abo-Dinger. Also ihr wisst ja, wie es ist, ne? Ihr habt wahrscheinlich auch genauso viele Abos bei YouTube, wie jetzt hier Kisten im Hinterhof liegen. Das schadet eins mehr oder weniger ja auch nicht, oder? Sind wir mal ehrlich. Gartensimulator-Demo auf Steam. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal, euer Metalizer. Ciao, ciao.